Es gibt nichts Spannenderes als unsere Zukunft. Es gibt nichts Wichtigeres als Politik. Es gibt nichts Besseres als eine gute Show. Herzlich willkommen hier im Telefonica Basecamp in Berlin-Mitte. Toll, dass Sie da sind. Guten Abend. Ich freue mich. An der Stelle darf ich uns noch mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Sven Oswald. Das ist mein Kollege Daniel Finger. Wir hatten einen Traum. Wir reden ja sehr oft über Themen, die wir für enorm wichtig halten. Und wir haben uns gefragt, muss das immer mit irgendwelchen Slides und Folien und Vorträgen passieren? Spannende Gäste und spannende Themen verdienen ein spannendes Format. Wir haben die Erfahrung gemacht, ganz oft trifft man sich zu solchen Zukunftsevents und redet über Dinge, als wären sie Science Fiction, und dann erfährt man, es gibt schon seit 3 Jahren. Deswegen haben wir uns ein Quiz ausgedacht, das da heißt, was gibt's? Was macht Simone Giertz? Baut sie A, die schlechtesten Roboter der Welt, oder konstruiert sie eine Gedankenfernsteuerung, mit der man Schildkröten steuert? Simone Giertz baut wirklich die schlechtesten Roboter der Welt. Also das eine ist, die Roboter nehmen uns die Arbeit weg, und das andere ist, die Roboter nehmen uns die Arbeit ab. Was stimmt denn jetzt? In Amerika haben im 19. Jahrhundert 80% der Bevölkerung in der Landwirtschaft gearbeitet. Heute sind das 3%. Aber es ist nicht so, dass diese ganzen Arbeiten einfach nur, dass diese Leute arbeitslos sind, sondern es gibt so viele Berufe, von denen die damals überhaupt keine Ahnung gehabt haben, dass man das ausüben könnte. Ja? Von Logopäden über Yogalehrer, Social-Media-Berater. Ja? Also ich glaube, wir entwickeln uns ja weiter. Warum gibt es so wenig Frauen als Gründerin? Warum gibt es so wenig Frauen in der IT und der Wirtschaft? Wie zufrieden sind Sie mit dem Status quo? Also erstmal bin ich überhaupt nicht zufrieden mit dem Status quo, den wir haben, denn wir haben überall Frauen nicht richtig abgebildet, gerade in höheren Positionen. Was ich glaube, was so die wirkliche Ursache ist und an der wir alle, wirklich wir alle arbeiten müssen, das ist das Frauenbild in der Gesellschaft. Wir haben die Bildung, wir haben den Zugang, wir haben alle Möglichkeiten, und dann finde ich auch ein Stück weit, ist es am Ende in der Verantwortung von den Eltern, aber jeder einzelnen Frau, diese Chance auch zu nutzen. Meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass sich viele Frauen auch einfach irgendwann zurückziehen, nämlich spätestens dann, wenn die Kinder da sind, weil sie sich automatisch immer wieder in dieser Rolle wiederfinden, dass sie die Hauptverantwortung tragen. Und das ist ja vielleicht manchmal ein Gefecht, das man eher zu Hause austragen muss. Thank you.